Ja, schön. Scheiße. Gut. Ja, schön. Scheiße. Ja, was soll ich sonst sagen? Ja, ist so. Zu meinem neuen Video. Es ist Samstag, ich bin wieder auf dem Weg in die Halle. Roman ist schon da. Ich musste noch ein bisschen zu Hause warten, weil ich noch auf den Paketboten gewartet habe. Im Endeffekt hat sich herausgestellt, dass innerhalb einer halben Stunde 3 verschiedene Paketdienste angekommen sind. Und ich dann los wollte und dann festgestellt habe, dass wir auch noch einen Zettel im Briefkasten hatten, dass noch ein Paket gestern nicht zugestellt werden konnte. Das habe ich jetzt auch noch abgeholt. Also 5 Pakete habe ich jetzt dabei. Ich habe keine Ahnung, was drin ist. Roman sagte, er braucht noch ein oder ihm fehlt noch ein Paket, damit er den Wagen jetzt fertig machen kann, also meinen Volvo. Aber ich hoffe mal, dass das richtige Paket jetzt dabei ist. Ich gehe davon aus, bei den 5 Paketen. Und fahre jetzt erstmal noch kurz zum Bäcker. Roman hat nämlich noch nicht gefrühstückt. Und dann fahre ich zur Halle. Viel Spaß beim Video und wir sehen uns gleich. Hallo. Ach du hier, was hast du denn vor? Ach, ich habe ein bisschen Probleme gerade. Probleme? Mhm. Warum? Weil hier eine Schraube mit dreht. Und dafür muss der ganze Kofferraum auseinander? Ich hatte die Hoffnung, dass mir das weiterhilft, aber tut es nicht. Du siehst so gut aus. Darf ich das filmen? Ja. Das ist so stilsicher. Ich habe Frühstück dabei. Und eine Überraschung für dich. Das ist schön. Das ist sehr heiß. Und die Kamera ins Gesicht ist immer so schön und sowieso schon so erfolgreich ist. Essen. Ist das eine kleine Racheaktion? Okay. Fuck. Das ist Liebe. Heute gibt es nicht City Hugo, sondern City Bellini. Bellini? Was immer Bellini ist, ist mit Pfirsich. Ich weiß es nicht. Ich denke, da Mussolini. Paket Nummer 1. Lackpolitur. Türversteller. Für den Bulli. Ja, die haben zumindest wenigstens ein bisschen Gewicht. Den letzten, den ich bestellt habe, die Garn. Ach, Akkus. Okay, das hat hier nichts zu suchen. Das waren die gelocht. Boah, sind die dünn. Das sind aber Bosch. Das ist Klett? Keine Ahnung, fühlt sich irgendwie nicht so an. Was haben wir jetzt denn noch? Eine zweite Batterie. Achso. Gut, dann war es das erstmal. Gibt es jetzt Frühstück? Ja. So, wir frühstücken jetzt erstmal in Ruhe. Ihr müsst ja nicht jedes Mal unsere ungesunde Ernährung hier sehen. Bis gleich. Roman? Hast du zufällig an Farben gedacht? Ich glaube, ich habe den Lack vergessen. Na toll. So, kurzes Update. Man sieht die Stimmung auch richtig an. Das ist auch richtig bitter. Also, Zusammenfassung. Ich habe meine Streichsachen vergessen, sowohl den Lack als auch die Rollen und die Kästchen für die Farbe, wo ich die... Egal, auf jeden Fall alles, was zum Streichen gehört, habe ich vergessen. Ich muss also nochmal nach Hause und muss das alles nochmal holen. Und ich muss nochmal in den Laden. Ich brauche noch neue Rollen. Ich habe gar keine Rollen mehr. Die wollte ich eigentlich im Laufe der letzten Woche gekauft haben. Habe ich auch vergessen. Gut. Und Roman ärgert sich gerade so ein ganz bisschen, weil ihm eine Schraube abgerissen ist. Und die jetzt... Willst du das jetzt einmal erklären? Hier ist die Feder durchgeschraubt. Hier ist so einen kleinen Federteller von unten. Und hier oben drin, in dem Holm, ist eine Mutter eingenietet normalerweise. Und die ist abgebrochen. Ist abgerissen. Scheiße. Und ich dachte jetzt gerade, ich mache da oben zumindest eben, weil ich kriege die gar nicht raus, die Feder. Entweder flexe ich jetzt gleich die Feder hier durch. Aber das ist doch die neue, oder? Nee. Das ist eine neue, ein Jahr alt. Hm. Aber die kommt ja eh raus. Ja, oder ich habe da drin irgendwo schon 13er Schlüssel verloren, den wollte ich da eigentlich draufsetzen. Jetzt muss ich irgendwie, du siehst ja, der liegt unten in dem Holm drin, kannst gerne mal mit dem Finger reinfühlen. Ja. Und nicht in dem Zwischenraum, einen weiter über die zweite Kante rüber. Ach so, oh nein. Da fühle ich nichts.
Ja. Da fühle ich die, ja, ah, die blöde Mutter, ja. Ja, toll. Ja, und jetzt habe ich gerade drin alles auseinandergebaut, um zu gucken, ob man da irgendwie ein, sowas wie ein Service schafft, irgendwie mit Glück in der Karosserie, wo man Stopfen rausnehmen kann oder ähnliches. Ja. Aber ist nicht. Bisher habe ich noch nichts gefunden. Ich habe jetzt gerade noch mal geguckt, vielleicht kann man hier den Anschlagdämpfer rausnehmen. Von der Hinterachse. Scheiße. Irgendwie. Ja, aber das wird jetzt viel Zeit kosten. Besonders das erste, ich will jetzt möglichst schonend halt versuchen, die Feder auszubauen. Und jetzt muss ich auch erstmal gucken, was da für ein Schaden entstanden ist. Ja, schön. Scheiße. Gut. Ja, schön, scheiße. Ja. Was soll ich sonst sagen? Ja, ist so. Also, demnach schalte ich jetzt die Kamera wieder ab. Ich drehe meine Runde und ich denke, wenn ich wiederkomme, sitzt Roman an der gleichen Stelle. Hey, sie ist positiv. Ist ja nicht mein Auto. Ja, wie sieht das aus? Wir könnten noch ein Prosecco trinken. Ja. So einen leckeren... Das kann vielleicht helfen. Das hebt doch bestimmt die Stimmung. Proseccos heben ja immer die Stimmung. Ja, ja. Vor allem gerade die guten. Die sind ja nun wirklich... das sind ja die Stimmungsbomben schlechthin. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Diese scheiß Matte! Ja, da wird vielleicht... Oh. Ich bin eine neue Installation. So, ihr. Säckchen. Ist der wieder so hervorragend? Nee, der riecht nach Seife. Nicht nach Klebstoff. Nee, der riecht nach abgelaufenem Pfirsicheistee. Ich habe übrigens auf den Preis geachtet, weil es mich interessiert hat. Sie kosten 49 Cent. Das ist ein Qualitätsprodukt. Es ist nicht so schlimm wie der Hugo. Also es ist scheußlich, aber es ist nicht so schlimm wie der Hugo. Der geht. Ich kriege zumindest keinen Würgereflex von dem Zeug. Nee, da kannst du mal eine Palette von mitbringen. Ja, das ist jeden seiner 49 Cent wert. Wenn die richtig auf Eis wären jetzt. Wären sie immer noch eklig. Geht, finde ich. Findest du? Willst du mal einen Hornung trinken? Ja. Echt? Mhm. Ist so schlimm. Dir geht's wirklich schlecht, oder? Ja. Soll ich was Stärkeres holen? Ja. Weißt du, was das Gute ist? Das geht echt schnell ins Blut. Oh, Satan. Nee. Ich krieg das Grinsen gar nicht mehr aus dem Gesicht. So, weiter geht's. Also, ich melde mich später, bevor ihr jetzt irgendwie was falsch versteht. Roman hat gerade meinen Bellini, oder wie das heißt, mitgetrunken, weil ich ja jetzt fahren muss. Ich habe nur einmal probiert. Das Zeug ist widerlich. Also es ist besser als Hugo, aber immer noch widerlich. Aber Romans Stimmung ist dermaßen gehoben, er steht jetzt gerade in der Halle und tanzt. Gewissens alleine lassen und schnell meine Erledigungstour machen und komme dann wieder. Kommst du mal bitte? Ja. Ich fühle mich echt ein bisschen stolz. So, Achtung. Tada! Das sind deine Rollen. Na, ich meinte eigentlich die Tür. Kein Mensch braucht einen Kombi. Da bin ich stolz drauf. Oh, bist du blöd. Wow. Das ist das... Oh, Roman! Weißt du, wie ich mich geärgert habe? Das ist das Einzige, was sie hatten. Die hatten nur noch diese kleinen Rollen. Ja, matt-schwarz? Vor allem, das... Nein, matt-schwarz hatten sie keine einzige Dose mehr. Die waren komplett ausverkauft. Die hatten keine Pinsel, kein matt-schwarz, keine von diesen komischen Plastikbehältern mehr. Und die hatten zwar diese Rollen noch als Mini-Rollen, aber die hatten nicht mal die passenden Stiele dazu. Das heißt, ich habe jetzt den großen Stiel mit der kleinen Rolle. Was mit Sekt? Hast du nicht dran gedacht, Werten? Ehrlich. Du bist echt gemein, weißt du das? Du bist wie so ein Praktikant. Wenn die Kamera aus ist, ne, dann kannst du dir erstmal was anhören. Ja. So gehst du nicht mit mir um. Wasser hattest du mir auch nicht hingestellt. Das Wasser habe ich dir dreimal. Das frustriert mich gerade sehr. Ich war sehr stolz, dass ich sogar die Tür mitbekommen habe. Ja, ist toll. Und das im Kleinwagen. Die kannst du gerade so schaffen mit den Rollen. Nee, Quatsch. Ich bin auch kaum weitergekommen. Ja, wie denn auch, wenn du alle Schraubenschlüssel in die Karosse fallen lässt. So, ja, jetzt ein Sekt, das wäre lecker, ne? Mhm. Tja.
ist 18:30 Uhr. Ich fahre jetzt los, ich hole jetzt den Kleinen ab. Kennt ihr diese Tage, an denen man abends denkt, verdammt nochmal, wäre ich doch bloß heute Morgen im Bett geblieben? Ich melde mich morgen wieder. Tschüss.